Wir befinden uns jetzt am Rühmplatz 289, das ist der Rühmplatz St. Georgen-Geinberg, der Agraner. Auf dem Platz werden mittlerweile über 1000 Hektar Rüben umgeschlagen, das heißt an die 100.000 oder heuer sogar mehr als 100.000 Tonnen Rüben. Der Platz fasst maximal 18.000 Tonnen Rüben, die laufend abtransportiert werden. Zentral im oberösterreichischen Innviertel gelegen, ist der Platz Dreh- und Angelpunkt der Zuckerrübenkampagne in dieser Region. Wie die kleinen Pillen 8 Monate später als Rüben auf dem Platz landen, wird im folgenden Video beschrieben. Während der letzten drei Kampagnen habe ich den Anbau, das Roden und den Abtransport der Rüben im Innviertel begleitet. Die Rübenflächen konzentrieren sich vor allem um das sehr fruchtbare Schwemmland des Inns. Die Gegend ist geprägt von schweren Böden, hohem Niederschlag und kühleren Temperaturen. Ich bin der Hartl Ludwig, arbeite seit 2013 auf Werkvertragsbasis für die Agraner als Kulturberater, habe das den Kulturberater dann 21 im Oktober zurückgelegt und bin jetzt die Aushilfe für die Agraner da herum. Wie ich dort angefangen habe, hat der Platz ein Volumen von 450 Tonnen Hektar, Entschuldigung, fassen müssen. Da ist es immer relativ sang- und klanglos gegangen mit dem Platz. 2018 konnte mit der Öffnung der Kontingente zusammen mit Josef Hagler, dem heute pensionierten Rübeninspektor von Oberösterreich, mehr Menge aus dem Osten von Österreich nach Oberösterreich gebracht werden. Da ist das Gebiet von den 450 Hektar auf über 1000 Hektar angewachsen und das hat halt dann zu Herausforderungen in jeder Art der Menge. Die Ertragszuwächse sind dementsprechend stabil zugekommen. Die größere Anbaufläche ist nicht nur eine Herausforderung am Rübenplatz. Auch die Schlagkraft bei der Seetechnik wurde erhöht. An einem windigen Vormittag sieht Ludwig Hartl die letzten Flächen der Kampagne 2021. Die 9 Meter breite Quelle am Monopil 18 klappt über ein Parallelogramm die äußeren Seekörper aus. Ludwig öffnet nacheinander die Saatgutbehälter. Er leert Rübenpillen in die Behälter und mischt diese im Anschluss mit Talkumpulver. Das soll ein Ablagern der Beize an den Seescheiben verringern. Die Auszeit erfolgt im Innviertel meistens Mitte bis Ende März. Die kleine Landmonopil sät 18 Reihen gleichzeitig in 2 cm Tiefe. Nachdem die äußere Spur gelegt ist, wird die Seetiefe nachkontrolliert. Im Anschluss zieht das Gespann mit gut 8 km/h seine Bahnen mit GPS-Lenkung und RTK. Die Maschine wurde von Josef Hartl Anfang 2021 Gebrauch gekauft, um der steigenden Anbaufläche nachzukommen. Im Schnitt liegt die Feldergröße bei Zuckerrüben im Innviertel bei 5 Hektar. 2022 hat Ludwig mit der Seemaschine in dieser Region 365 Hektar Rüben angebaut. Ja, das Rübenjahr kann man eigentlich sagen, beginnt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich fürs nächste Jahr schon rede. Heute war der Startpunkt für die Bestellung vom Rübensaatgut und das Saatgut wird dann irgendwo um den 1. März hoffentlich wieder da sein zum Verteilen. Die Aussaat hat die letzten Jahre immer so plus minus 18. März begonnen. Wird dann geschaut, dass man so trocken wie möglich, so früh wie möglich, aber nicht zu nass auf jeden Fall, dass man die Pille in den Boden kriegt. Es sind da einige überbetriebliche Maschinen da. Das funktioniert eigentlich sehr gut, dass man innerhalb von ja, 14 Tagen ist eigentlich die Aussaat dann erledigt, wenn das Wetter passt. Dann muss sie wachsen, dass wir Ende September wieder beginnen können. Ne? Gegen Ende hin verteilt Ludwig das Saatgut in den Seekörpern. Damit verhindert er ein Auslassen einer Reihe. Nach dem Anbau folgen 6 Monate intensiver Kulturpflege, bevor die Rüben erntereif sind. Mitte Oktober 2020 ist die Rübenernte bereits voll im Gange. Die Maschinen arbeiten heute auf einem über 12 Hektar großen Schlag, östlich von Braunau. Ein Holmer Terratos 3 der Gemeinschaft HBH Hartlberger Hamminger
rodet hier gemeinsam mit einem Terrados-Überladefahrzeug. Dieser wurde für diese Saison als neuer Umbau eines gebrauchten Roders angeschafft. Generell die Ernte im Innviertel erfolgt über drei Rodergemeinschaften. Eine ist aus Deutschland, die zwei Landwirte, Herrin Mietmach, größere. Eine große Gemeinschaft, die erste Innviertler Rodergemeinschaft, die mit einem Dreiachs Europa erntet. Dann gibt es einen Zweiachs Holmer, das ist die Hartler Rodergemeinschaft. Dann gibt es noch ein paar einzelne Roder, also die werden jährlich fast weniger. Es gibt einen Landwirt, der sich selber einen Sechsreiher gekauft hat. Und so wird die Ernte im Innviertel abgewickelt. Bei der Rückfahrt lädt der Roder auf den zweiten Terrados um. Er kann so im besten Fall ununterbrochen weiterroden. Währenddessen fährt der Überlader zu den Abladern neben der Straße. Der LKW-Fahrer hilft ihm am Ende des Aufliegers stehen zu bleiben. Das Verladesiebband lässt nieder, schaltet ein und die Rüben fallen lautstark in den Anhänger. Es sind neben LKWs auch Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs und fahren die Rüben zum Rübenplatz in St. Georgen. Nach eigenen Tests des Fahrers Martin Hamminger kann mit dem Überlader eine Leistungssteigerung von 20% auf 1,2 Hektar pro Stunde erreicht werden. Solo liegt die Rodeleistung im Schnitt bei 1 Hektar pro Stunde. Bei einer Verzögerung lädt der Roder neben der Straße über den Überlader auf die Abfahrer um. Es wird damit immer das zweite Überladesiebband genützt, um die Zuckerrüben bestmöglich zu reinigen. Der Terrados 3 leistete 2020 seine letzte Saison und wurde im darauffolgenden Jahr von einem neuen Terrados 430 ersetzt. Die Rübe im Innviertel hat sich eigentlich dermaßen positiv entwickelt, auch mal in Gebiete, wo man vor 15 Jahren gesagt hat, da kannst du keine Rüben bauen, passiert das jetzt schon sehr gut. Um nicht zu sagen, viel besser wie im Rest von Österreich. Der Klimawandel hat für uns gearbeitet. Das sind die Gebiete, wo wir je östlicher in Österreich kommen, haben wir einfach die Wasserprobleme, bringen die Erträge nicht mehr zusammen. Wir haben das Wasser da. Meistens war es für die Rüben sogar zu früh, jetzt krankheitstechnisch, Rhizoctonia und so weiter. Rhizoctonia solani ist ein Pilz, der natürlich im Boden vorkommt und bei passender Witterung die späte Rübenfäule verursacht. Starke Niederschläge wie die in den letzten 30 Jahren durchschnittlichen 950 mm bzw. 750 mm in Innennähe verstärken den Befall. Und jetzt haben wir eben soweit, das Wasser haben wir, die Temperatur hat zugenommen, das sehen wir auch bei den Maissorten, was wir jetzt für Reifezahn anbauen, was wir vor 20 Jahren anbaut haben. Und das ist einfach für die Rübe die Sicherheit, die wir im Viertel haben. Für uns sind eher die nassen Jahre die schlechten Jahre, wo wir nicht hinkommen auf die Erträge. Und die Trockenjahre sind wir wieder dabei. Und das ist, wie gesagt, die letzten Jahre haben wir jetzt einen relativ konstanten Schnitt von 100 Tonnen. Andere Gebiete fallen einmal von 80 Tonnen und mal dann über 100 Tonnen. Die schwanken hin und her und je weiter östlicher, die gefreiten sind schon über 80 Tonnen. Da drunten wird es immer schwerer, aber auch mit den anderen Früchten und bei uns passt die Rübe jetzt einfach wirklich gut her. Während der Roder über das Feld fährt, passieren mehrere Arbeitsgänge auf einmal. Der Blattansatz wird möglichst knapp über der Rübe von den Köpfern durchtrennt und dann mit dem Blatthexer zur Seite hin zerkleinert. Als nächstes werden die Rüben aus dem Boden gehoben und mit einem Paddel in die Maschine aufgenommen. Sie werden mit Walzen im Einzug und den darauffolgenden Siebsternen vorgereinigt. Heute ist der Boden trocken genug, sodass sich die Erde zum Großteil von den Rüben löst. Mit einem Siebband werden die Rüben über den Bunker gefördert, bevor sie reinfallen. Eine Schnecke über den Bunker verteilt die Rüben. Bevor der Bunker voll ist, erreicht der Überladeholmer den Roder. Sie gleichen die Geschwindigkeit an und das Überladen beginnt. Der Überlader verbessert nicht nur die Schlagkraft und Sauberkeit der Rüben. Er ermöglicht auch den Zuckerrübenanbau auf Flächen, die entweder zu lange sind oder einen schlechten bzw. zu kurzen Straßenzugang haben. Beim Umbau zum Überlader wurde das Rodeaggregat sowie die Siebanlagen entfernt. Zusätzlich wurde er mit einer zweiten Hydraulikpumpe ausgestattet. Er kann dadurch mit dem zweiten Gang im Feld fahren und den mit 4,5 km/h arbeitenden Roder leicht einholen. Bisher rodet die Gemeinschaft ca. 380 Hektar im ganzen Innviertel.
2023 wird diese auf über 400 Hektar anwachsen. Alle Rüben, die nicht sofort angeliefert werden können, werden am Feldrand zum Mieten aufgeschüttet. 2022 sind diese Mieten teilweise durch Fliese geschützt. Seit 7 Uhr morgens ziehen Max Hegeist und Hubert Ertl von der Mietenpflege Dingolfing mit zwei Helfern diese Fliese von Rübenmieten ab. Dafür bedient Max einen Komatsu BW148 Radbagger, an dem ein Rotator mit einer 1 Meter langen Lanze angebaut ist. Mit dieser wird in die Stahlröhre eingefädelt, die auf den Mieten liegen. Aus den Stahlrohren stehen kurze Schrauben, die wie Widerhaken im Vlies wirken. Durch Drehen des Rotators verhängt sich das Vlies am Rohr und kann aufgerollt werden. Dazu fährt Max mit dem Bagger am Haufen entlang, bis das Vlies entweder aufgerollt oder das Ende des Haufens erreicht ist. Das Vlies wickelt nicht immer perfekt auf. In diesem Fall wird es nochmal von der Rolle abgewickelt. Max zieht dabei das Vlies möglichst gerade zur Stange. Während dem Aufrollen korrigieren die Helfer die Position des Vlieses. Im Anschluss hebt Max die Rollen auf einen Stepper-Rückgewagen. Mit diesem werden die Fliese zu einem Lagerplatz transportiert und dort mit dem Kran abgeladen. Nach dem Rübenroden war die Truppe bereits hier und hat die Mieten mit Vlies abgedeckt. Die Ränder werden mit einem speziellen Pflug, einem glühenden Mietenteller, in die Mitte gedrückt, damit sie nicht auffliegen. Die Stangen verbleiben dann auf der Miete. Die Fliese haben eine Größe von 13 x 35 Meter. Sie sind atmungsaktiv, ohne Wassertropfen durchzulassen. Es soll damit ein Durchfrieren der Miete verhindert werden, ohne die Zuckerrüben zu ersticken. Ja, das Abdecken an sich ist einfach durch die Kälte. Und nachdem die Mengen immer nur weiter gewachsen sind, sind wir zu weit, dass wir schauen, dass wir die Rüben mieten dann nur ab und dann Anfang Dezember, dass es zum Abdecken kommt. Bei der Kartoffel weiß man es nur, halt, aber wenn es die einmal gefriert, die Rübe, und dann kann wieder so da werden, bis jetzt Weihnachten gewesen ist, und dann, wenn das nur einmal gefriert und wieder auftaut, dann wird das ein Matsch, und der Zucker kann immer in der Fabrik als Weißzucker landen. Und aus dem Grund wird die Rübe dann ab Anfang Dezember abgedeckt. Man hat es jetzt recht schön gesehen, mit dem Frost auf Weihnachten sind die Mieten, die nicht abgedeckt gewesen sind, die sind teilweise bis zum Grund durchgefroren gewesen. Die, was mit dem Vlies abgedeckt gewesen sind und nur einen Schnee drauflegen gehabt haben, die haben teilweise nur 7, 8 Grad Temperatur plus in der Mitte drinnen gehabt. Und somit, ja, die Lagerfähigkeit, die Verluste werden einfach massiv reduziert. Und das ist im Prinzip auch das Geld, was dem Landwirt bleibt. Wir wissen es auch von Bayern, dass das gut läuft, aber in Österreich muss man das noch nachweisen, dass das für alle was bringt, die Abdeckung. Und der läuft momentan, und bin mir sicher, dass das Ergebnis so kommen wird, dass wir in den nächsten Jahren vermehrt abdecken werden, alles was Sport angeliefert wird. Deswegen läuft über die Agrana ein Versuch, der Eigenschaften und Verluste von abgedeckten mit freiliegenden Rübenmieten vergleicht. Während der 3 Stunden Arbeitszeit legt das Team Rübenmieten von 60 Hektar Felder frei. Im Anschluss setzt die Truppe Richtung Linz um, um dort weitere Mieten freizumachen. Zur gleichen Zeit fährt ein Holmer Terra Feliz 2 bei einer zuvor abgedeckten Rübenmiete in der Nähe des Inns bei Katzenberg. Er belädt heute nur LKW, die ab der Spätlieferung den gesamten Rübentransport übernehmen. Die 6 LKW transportieren die Rüben zum nur 3 Kilometer entfernten Rübenplatz in St. Georgen. Der 340 PS starke MAN Dieselmotor schiebt den Rübenreinigungslader langsam in die Mitte. Das Gegengewicht ist zur rechten Seite ausgefahren und lässt ihn sicher stehen. Der Einzugstisch kann knapp 10 Meter breite Mieten aufnehmen. In diesen tragen mehrere Walzen zusammen mit den kippenden Mittelteiler die Miete ab. Hinter dem Mittelteiler werden die Rüben auf ein Sippern übergeben, das die Rüben unter der Kabine zum Überladearm transportiert. Die Walzen und Sippbänder trennen die Rüben von Anhaften der Erde, bevor diese in den Anhänger fallen. Der Humus bleibt am Feld, anstatt quer durch Österreich transportiert zu werden. Bei voller Auslastung
können mit dieser Maschine bis zu 350 Tonnen Zuckerrüben pro Stunde umgeschlagen werden. Nachdem der volle LKW abgefahren ist, stellt sich der nächste unter das Förderband. Sobald die LKW in der Nähe der Maus halten, können sie ihre Beladung per RFID-Chip verbuchen. Der Holmer-Fahrer erstellt einen neuen Eintrag, der mit dem Chip bzw. Handy im LKW bestätigt wird. Beim Beginn der Beladung schalten die Bänder der Maschine der Reihe nach ein, um Rückstauderrücken zu verhindern. Durch die wärmere Witterung Ende Dezember waren die Bedingungen sehr nass. Der Boden ist wassergesättigt und ein kleiner See hat sich um die Mitte gebildet. Die Maschine sinkt dennoch wenig ein. Die Spuren wirken durch die ausgesiebte Erde, die von den Walzen und Bändern fallen, viel tiefer. Vorder- und Hinterachse lenken unabhängig voneinander. Damit kann der Fahrer den Lader einfach mittig vor die Mitte fahren. Also im Viertel ist die letzten Jahre immer plus minus die 100 Tonnen im Durchschnitt über das ganze Gebiet. Und somit ist einfach die Menge gewaltig angestiegen. Das hat dann bewirkt, dass die letzten Jahre immer mehr mit der Maus gefahren worden ist, weil man einfach die Rodezeiten, wo man einen Platz anliefern kann, zu kurz sind, dass auch in der Nacht gerodet werden kann oder am Wochenende oder vielleicht auch schönere Tage rausgesucht werden können und nicht beim kleinen Regen gefahren werden muss. Der Terra Feliz wird heute von Stefan bedient. Dieser hat mit mehreren Monitoren die gesamte Situation voll im Blick. Am Touchscreen neben ihm werden alle wichtigen Betriebsdaten und Einstellungen angezeigt. Mit dem rechten Joystick steuert er den Vorschub, Hecklenkung, Überladearm und schaltet den Verladevorgang. Stefan und die Maschine leisten gerade die letzte Saison. Der Holmer wird in der kommenden Kampagne 2023 mit der Europamaus 6 ersetzt. Nach knapp 7 Stunden Arbeit hat die Lademaus das Ende der Mitte erreicht. Mit einem Paddel, dem Mittenräumer, zieht Stefan die letzten Rüben in den Einzug. So bleibt am Ende so wenig wie möglich liegen, bevor der Fahrer die Maschine einklappt. Während die Maschine zur nächsten Mitte übersetzt, ist Hochbetrieb an Rübenplatz. Ende Dezember wird hier die Spätlieferung für die Agrana abgewickelt. Bis zum 1. Dezember wird hier mit Traktorgespannen und seltener auch LKWs angeliefert. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Spätlieferung und der Transport wird komplett von LKWs übernommen. Das Ganze funktioniert an der Maus oder am Roder gleich. Der Landwirt oder der LKW fährt hin, hat seine Chipkarten, wird auf dem Produzenten mit dem Frechter gleichzeitig abspeichert, fährt am Platz auf die Waage, wird eingewogen auf die Karten. Dann sagt das Agrarsystem, wann eine Probe zu nehmen ist für die Rüben, weil ja im Prinzip noch Zuckerprozent abgerechnet wird. Dafür ist neben der Waage eine Plattform. Auf dieser nimmt der Probenzieher mit einem Nagel Rüben aus dem Anhänger. Das System der Agrana bestimmt, ob von einer Lieferung keine, eine oder zwei Proben für die Auswertung gezogen werden. Anschließend wird der Probensack in den gegenüberliegenden Container geworfen. Danach fahren die LKW zum Ladeplatz. Der Fahrer steigt aus und gibt den Kontrolleuren seine Ladungsnummer. Er nimmt seine Handschuhe aus einem Fach und geht nach hinten. Je nach Anhängertyp muss mehr oder weniger entriegelt werden, bis die Bordwand öffnet. Dabei rutschen die ersten Rüben aus dem Kipper. Der Anhänger kippt und die restlichen Rüben rutschen auf den Teer. Im Anschluss beurteilt der Schmutzschätzer die Rüben und es werden zusätzlich Proben genommen. Diese sind, wie bereits erwähnt, zur Untersuchung der Wirksamkeit der Fließabdeckung. Die vollen Probensäcke werden in eine Radladerschaufel geworfen und in den Probencontainer geleert. Dann ist der Schmutzschätzer da, der dann sagt, okay, auf der Fuhr waren
5% Schmutz oder egal was dann war, gibt es auch auf die Karten dazu. Der fährt dann wieder auf die Waage, wenn er abgeladen hat, dann wird im Prinzip das Gewicht der Mittel, was er angeliefert hat, und gleich am Waagschein hat er dann stehen mit dem Schmutzprozent weg, wie viel Tonnen reine Rübe das abgeliefert hat. Das ist dann die Verrechnungsbasis mit den Zuckerprozenten, die dann durch die Beprobung als rauskommen. Nach dem Abladen schiebt ein Liebherr 566 Radlader die Rüben auf den Haufen. Der Lader ist mit einer 11 Kubikmeter großen und 4,30 Meter breiten Leichtgutschaufel der steiermärkischen Firma Winkelbauer ausgestattet. Er schafft damit wieder Platz, um die Mengen an Zuckerrüben lagern zu können. Der Großteil der Rüben wird per Eisenbahn nach Thun transportiert. Die Waggons werden zwischendurch mit den Liebherr-Lader befüllt. An den Gleis haben 8 Waggonplatz. Die werden beladen, zweimal am Tag, und am Sonntag wird eine dritte Partie, also 24 Waggon. Und das ist von Kampagnenbeginn bis heiß Ende Jänner. Wir müssen es drunten sein, weil die Kampagne dann vorbei ist. Zusätzlich zur Bahn werden auch Rückfahrten von LKW-Zügen Richtung Thun zum Rübentransport ausgenutzt. Diese Gespanne werden mit einem Volvo L180G Radlader beladen. 3,5 Schaufeln der 11 Kubikmeter großen Volvo Hochkippschaufel reichen, um die Sattellauflieger zu laden. Die Hochkippschaufel ist hier notwendig, da der Volvo trotz seiner stattlichen Größe zu wenig Kupphöhe besitzt, um die Sattelanhänger komfortabel zu laden. Ein Rübenplatz hat die Dämmerung eingesetzt und der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Die Saison wird noch bis Ende Jänner 2023 laufen, bis dann 2 Monate später die Aussaat wieder beginnt. Vielen Dank an Ludwig Hattl, Martin Hamminger und das Holmer Mausteam für das Ermöglichen der Aufnahmen und zusätzlichen Informationen. Wie bei den anderen Videos stehen die Maschinengespanne wieder in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen!